Liebe Kinder, liebe Reserinnen und Reser, es ist heute Donnerstag, der 2. September. Es ist jetzt kurz nach 16 Uhr. Ich grüße Sie alle ganz herzlich aus dem Rathaus. Zu den aktuellen Zahlen. Wir haben inzwischen in Rees 723 bestätigte Corona-Fälle, sind seit der letzten Woche 5 Fälle neu hinzugekommen. Der Inzidenzwert für die Stadt Rees liegt bei 23,5. Der Inzidenzwert für den Kreis Kleve liegt bei 72,4. Und der Inzidenzwert für das Land Nordrhein-Westfalen liegt bei 120,0. Während also in Rees die Zahlen nur leicht angestiegen sind, sind sie im Kreis Kleve leider etwas deutlicher angestiegen. Dass die Zahlen bei uns noch relativ niedrig liegen, liegt möglicherweise auch daran, dass sich die Leute hier in Rees halt ein bisschen vorbildlicher verhalten, also vorsichtiger sind. Sie kennen die Regeln, Abstand halten, sich regelmäßig und gründlich die Hände waschen und da, wo notwendig, auch einen Mund- und Nasenschutz tragen und sich halt auch impfen lassen. Ich habe für Sie zwei Hinweise. Am kommenden Sonntag finden wieder Marktkonzerte statt. Um 15 Uhr treten zunächst die Musiker des Halderner Blasorchesters auf. Ein Besuch lohnt sich. Das Halderner Blasorchester ist nicht nur bekannt, sondern ist auch gut. Und um 17.30 Uhr tritt dann William Wahl auf. Das ist ein Mitglied aus der A Cappella-Formation Basta. Auch der wird für gute Laune sorgen. Ein Besuch lohnt sich also am Sonntag auf unserem Markt. Dann findet in der nächsten Woche am Samstag, dem 11. September von 10 Uhr bis 13 Uhr wieder der sogenannte Rhine Cleanup statt. Dann treffen wir uns wieder und machen dann die Rheinufer wieder sauber. Im letzten Jahr waren 130 Helfer dabei. Ich hoffe, dass auch nächste Woche wieder ganz viele dabei sein werden. Und dann möchte ich mich zum Schluss beim Verkehrsverschönerungsverein bedanken. Am Sonntag werden wieder zwei neue Alltagsmenschen der Öffentlichkeit übergeben, nämlich zwei Sackenträger. Die beiden Figuren hat der Verkehrsverschönerungsverein besorgt. Ich habe schon viele Besucher gesehen, die sich über diese neuen Figuren sehr gefreut haben. Nochmal herzlichen Dank an die Verantwortlichen des Verkehrsverschönerungsvereins. Ihnen wünsche ich eine gute Zeit. Passen Sie gut auf sich auf. Bleiben Sie vor allen Dingen nett zueinander und tschüss, bis nächste Woche.